So, liebe Leute, 00x1 mal wieder am Start mit Minecraft. Ja, ich habe meine Version endgültig abgedatet. Ich bin jetzt auch auf 1.2.3 und ich habe ein neues Texture Pack. Vielleicht merkt ihr das, vielleicht merkt ihr das nicht. Sieht eigentlich, ich finde, das sieht einfach richtig hammer aus. Das ist das Texture Pack von Misa, das wohl bekannteste deutsche Texture Pack. Und ja, ich habe keine Ahnung weshalb, aber Minecraft spackt bei mir so zurzeit ab. Hey, das geht echt nicht mehr. Das ist echt übel, das stockt zurzeit so übelst. Und was noch neu ist, was ich aber gar nicht nett finde, ist, dass mein komplettes Inventar weg ist. Futsch, ganz einfach futsch. Steintreppen. Steintreppen. Pflasterstein. Knochen. Okay, was haben wir? Holz nehmen wir mit. Stöcke auch. Steintreppen nehmen wir auch mit. Ich habe nämlich was vor. Nicht lange rumlabern, einfach mitnehmen. So, Pflastersteine können wir auch gleich mitnehmen. Zaun nicht. Und Erde könnten wir auch ein bisschen mitnehmen. Pflasterstein und noch ein bisschen Erde. So. Ich glaube, das war's dann, was wir eigentlich schon jetzt brauchen. Hier sollte ich mir mal ein paar Trittstufen machen. Und ich spiele jetzt gerade auf Peaceful, weil ich eine Pussy bin. Und ja. Das übelst Geile an dem Texture Pack ist, alles sieht anders aus. Die Hühner, die sehen, also kein Huhn sieht irgendwie gleich aus jetzt in diesem Gehege. Es gibt natürlich ein paar Hühner, die sehen gleich aus, aber größtenteils sieht meistens anders aus. So. Da ist ein Huhn. Wow. Ja, mein Ziel, was wollte ich denn eigentlich machen? Da ist meine vermeintlich schlechte Mine. Oh mein Gott, wieso gehe ich da runter? Nein, ich wollte eigentlich, ach ja, komm, weil wir schon Treppen dabei haben. So. Klatsche ich hier auch direkt mal so Treppen rein. Ach, das war jetzt nicht geplant, das war nicht geplant. Nee, nee, nee. Du kommst du raus. So. So. Ich wollte irgendwie jetzt den Weg nach unten ebnen. Und so viel ich mitgekriegt habe, um nicht immer da oben drüber zu gehen, könnten wir uns doch auch hier irgendwie mal so eine Brücke bauen dort drüber. Damit wir nicht immer so ewig lang außen rumlaufen müssen. Und da ist ein Ferkel. Nein, Ferkel, geh nicht runter, nicht, nein, nicht abstürzen. Nein. Okay. Dummes Ferkel. Ich mache mir jetzt erstmal hier eine kleine Brücke aus Dreck. Okay. Ich glaube, mehr als zwei Blöcke sind nicht vonnöten. Wow. Ich meine, die Breite, damit meine ich nicht die Länge natürlich. Ja. Ich habe heute hatte ich Mittagsschule. Eigentlich wollte ich diese Folgen schon gestern aufnehmen. Aber, ja, wie es der Zufall so will, ist gestern Minecraft total abgespackt. Und ich arbeite jetzt gerade so langsam. Und mit Abspacken von Minecraft meine ich wirklich Abspacken. Das ging also echt nicht mehr, gar nichts mehr. Es hat so gestottert auf kompletten
auf kompletter Linie und da konnte ich dann halt auch nicht mehr aufnehmen. Und davor ist mein Internet abgekackt, weil ich habe nämlich mit Andy und noch mit Zocker Andy LP, wie ihr vielleicht schon wisst, wer den Kanal German Players LPC verfolgt, wo ich schon längst nur hochgeladen habe, und auch Andys Let's Play verfolgt, der weiß, dass wir Kumpels sind. Und ja, mit dem habe ich gezockt, nur mit noch ein paar Kollegen. Wollte ich eigentlich Minecraft zocken und dann ist meine Internetverbindung abgekackt. Und dann konnte ich nicht spielen. Weil das hat so ab. Das war echt der Horror, der blanke Horror. So. Klatsch. Und das haben wir jetzt. Ich habe hier genau zwei Pflastersteine. Die kommen dahin. Als ob das geplant wäre. Als ob das geplant wäre. Natürlich war das geplant. Nee. War nicht wirklich geplant, aber jetzt haben wir hier eine kleine improvisorische Brücke. Und jetzt müsste ich nur noch wissen, wie ich jetzt da wieder runtergekommen bin. Wo war denn das? Vielleicht war das auch gar nicht hier. Oh. Ich kenne mich hier gar nicht mehr aus, ey. Wie war das hier nochmal? Ich habe hier schon so ewig lang nicht mehr aufgenommen. Wie und wo war das nochmal? Ich habe da einen Haufen Kerzen aufgestellt, das weiß ich noch. Hier sind Kühe, das ist schon mal gut. Schafe haben wir hier auch. Ich habe aber keine Schere, weil ich noch gar kein Eisen habe. Aber hier kommt man eigentlich relativ bequem runter, oder? Egal, das Schaf kill ich jetzt trotzdem. Ich brauche nämlich Wolle für ein Bett. Ach, ich habe schon ein Bett. Scheiße. Jetzt hätte ich fast ein unschuldiges Schaf getötet. Nur weil ich so vergesslich bin. Ja, ich meine, hier kommen wir doch super runter. Hier sind auch Schweine und Schafe, also pff, super. Kann echt nicht klagen. Und hier kommen wir auch runter, also an dem Hang sollte es eigentlich klappen, ja. Vielleicht mache ich sogar hier meine Mine rein, weil jetzt sind wir weiter unten. Da müssen wir uns nicht zu tief reingraben. Aber jetzt habe ich schon da oben angefangen. Nee, ich mache oben weiter. Aber jetzt wollte ich eigentlich runter und ein bisschen Sand schaufeln für Glas. Immerhin will ich ja auch Glas herstellen. Aber dafür brauche ich erstmal Kohle. Ja, egal. Mal sehen. Nein, das war jetzt ein Fail. Das Wasser stört dann nämlich jetzt übelste Art. Kommst du da raus jetzt? Hier. Hier, so. Da entlang. Das gibt hier dann halt so ein hässliches Loch. Aber das juckt mich nicht weiter. Ich bin Egoist, ich darf sowas. Scheiß auf die Umwelt. Hauptsache, mein Plan wird durchgesetzt. So. Cool. So. Und jetzt einfach nur noch alles abbauen. Wir brauchen ja unendlich viel Glas für unsere lustige Panoramafensters da. Für das fette Fenster, was ich da geplant habe. Und ja, dafür brauchen wir schon so mords viel. Und dann in mein Schlafzimmer jetzt, wo mein Bett jetzt steht, wo wir angefangen haben, da plane ich auch ein gescheites Fenster rein.